Ein gefangener Mann wird verurteilt zum Tod. Er wird umgebracht worden für das, was er getan hat. In diesem Tag, wo sie in der Strafsaal verhaftet wurden, da bringen sie ihm einen kleinen Stuhl hin, sagen ihm am Stillstuhl, der Rechter kommt, wer das Urteil soll ausführen kommt. Und sie stehen davor an und sie sagen ihm, was ist dein letzter Wunsch? Wirst du noch gleich irgendein Ding zu tun, euer Ding dort bei dir ist? Das Mann ist satt und flottert, mit Angst. Und das Einzige, was er fragt, das ist ein Koffer Butter. Und er sagt, kann ich einen Koffer Butter haben? Und der Rechter sagt, ja, die Kurs. Und sie gehen, holen einen Koffer Butter. Und wenn sie den Koffer Butter haben und will von der Butter trinken, er flottert zu sein, er kriegt das bloß gleich bei 10 Mühl. Der Rechter sitzt dort, dann sagt der Rechter zu ihm, weiß, sieh mal hier ruhig, die wird nicht passieren, bis du den Koffer Butter ausgetrunken hast. Das Mann wie ein stützer Stahl, er nimmt den Koffer Butter, schmeidet ab ihr drauf, der Butter vertrag im Sand, und keiner kann es abheben. Und der Rechter muss tun, was er gesagt hat. Er kann ihm nicht tun, weil der Mann den Koffer Butter getrunken hat. Und er trinkt das nicht. Der würde das nicht trinken, wenn der Butter wie war. Der Koffer Butter rät sein Leben. In Johannes Kapitel 4, Vers 13 und 14 sagt Jesus, ich bin das Leben der Butter. Ich habe das Leben der Butter. Sagt er, wer das Butter wird trinken, den wird er dörschen. Aber wer das Butter trinkt, wird ich geben. Der wird für die Ewigkeit nicht mehr dörschen. Wir feiern Weihnachten. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns dort Leben der Butter zu bringen, um uns der Rettung zu bringen. So feiern wir wie Weihnachten unverhebst zu unterdenken. Und ich würde gleich in dieser Weihnachtszeit, wo wir Weihnachten feiern, wo wir Top kommen, wie würden das dann denken? Jesus kam in diese Welt nennen, um uns dort Leben raten, um uns Butter zu geben, wo unsere Seele den Dorsch stellen wird. Wo unsere Seele dort jaft, wo dort fehlt, dort wir für die Ewigkeit können gerat sein und ewig beahm sein. So, aus der Köpfelwutter diesen Mann raten dort von sich dort. So rat dort Wutter, was Jesus uns geben wird, von den ewigen dort. Nimmst du das an? Eine letzte Verbiegung. Eine welche Entscheidung in dieser Weihnachtszeit. Eine frohe Weihnachten.